Hallo, ich begrüße Sie hier zu einer Aufgabenstellung, die ich am Ende eines mehrtägigen PowerPoint-Kurses stelle. Es geht darum, dass die Teilnehmer nicht nur die kleinteiligen Lernziele zum ECDL können, das heißt Prüfungsfragen beantworten, sondern sie sollen auch im Zusammenhang mal eine Präsentation erstellen. Und um dies zu erstellen, haben sie auch mehrere Stunden Zeit. Ich stelle das hier mal vor. Das habe ich den Teilnehmern in einem früheren Kurs präsentiert. Sie sollten Ihren eigenen Geburtsort vorstellen. Ich habe hier meinen vorgestellt als Fallbeispiel. Rohrbach ist das. Und da sehen Sie hier unten links, da sehen Sie Nummern, die gehören zur Aufgabenstellung. Zum Beispiel könnte hier hinter 1 sich verbergen, dass man eine Titelfolie anlegen soll und vielleicht ein Bild unterbringen muss. Also das ist jetzt zweitrangig. Es geht jetzt wirklich darum, mal eine komplette Präsentation zu sehen, die dann auch als Aufgabenstellung in irgendeiner ähnlichen Form vorkommen kann. Es muss nicht der Geburtsort sein, es kann der Wohnort sein, es kann die Landeshauptstadt sein, es kann irgendetwas sein, was mit einer Lokalität zu tun hat. Und die Beantwortung der Fragen kann man in der Regel auch leicht schaffen, indem man eben der Wikipedia nachschaut. Schauen wir uns eben diese Präsentation mal an. Titelfolie mit Logo, was sich auf den folgenden Folien wiederholt, haben wir hier schon vorliegen, ebenso ein Bild der Typ einer der größeren Kirchen von Korbach und das, was man so auf die Titelfolie schreibt. So, dann haben wir hier die zweite Folie. Da ist ein Objekt eingefügt, ein Dreieck. Und da wird dann auch gleich beschrieben, wo es bei Präsentationen drauf ankommt und dass das zum Teil widersprechende Ziele sind. Einerseits soll es vollständig sein, andererseits nur 5 bis 10 Minuten dauern und möglichst interessant und ohne Wiederholungen. Das heißt insgesamt kurz und knackig, so kann man das dann auch beschreiben. So, dann geht es ja hier um Korbach. Da habe ich hier die Deutschlandkarte mit den Bundesländern. Hessen, wo Korbach zugehört, das liegt ziemlich in der Mitte Deutschlands. Und damit man dann auch sieht, wo Korbach in Hessen liegt, habe ich dann Hessen nochmal herausgezogen und die Stelle, wo Korbach liegt, hervorgehoben. Das heißt, hier geht es also darum, letztendlich ein Bild mit einer Landkarte darzustellen. Dann haben wir hier als nächstes auch wieder eine Landkarte. In diesem Fall kann man hier noch erkennen von Google Maps. Das heißt, man muss dann hinterher mal in der Zusammenstellung die Quellenangaben noch bereitstellen. Wo kommt es her? Google Maps ist hier der Fall. Und da sehen wir hier Deutschland, in etwa die Mitte Deutschlands zwischen Dortmund und Göttingen und Marburg und Paderborn, Kassel, ne, ICE-Bahnhof ist ja für viele bekannt. Das liegt also hier im Umfeld, im Umland von Korbach. Und dann ist hier also auch wieder Korbach hervorgehoben. Da ist es hier eingerahmt und das, was eingerahmt ist, sehen wir dann hier. Und in der Vergrößerung sehen wir dann eben auch, da gibt es den Edersee, den Twistesee hier und den Dimmelsee, der hier liegt. Und das spielt ja dann im nächsten Bild auch eine Rolle. Korbach in der Mitte, 50 Kilometer östlich, Kassel mit dem Herkules. Dann haben wir die eben genannten Dimmelsee, Twistesee und Edersee, der hier sogar zusammen mit dem Nationalpark Kellerwald-Edersee auf einer Briefmarke verewigt ist. Und dann haben wir auf dem Logo ja eben auch schon gesehen, Korbach, da steht Gold richtig. Gold richtig deshalb, weil es ein Goldbergwerk gibt. Das ist jetzt nicht mehr in Betrieb, aber das war viele hunderte Jahre in Betrieb. Und da gibt es dann heute noch ein Besucherbergwerk. Da kann man den Goldbergbau entdecken. Das deutet dieses Bild an. Nördlich davon haben wir das fürstliche Schloss in Arolsen. Land Waldeck, wo Korbach die Kreisstadt war oder jetzt auch noch ist, im Großkreis Waldeck-Frankenberg, da gab es also einen Fürsten, der bei 40.000 Einwohnern meinte, ein Schloss im Stile von Versailles wäre angemessen. Schauen wir uns die nächste Folie an. Da geht es einerseits um eine Verlinkung, in diesem Fall also auch wieder mit Google Maps, um Entfernungen auszumessen und ein paar Entfernungen sind hier also schon aufgeführt. Orte, an denen ich tätig war, Bad Wildbad, Hamm, das waren meine letzten Arbeitsorte, war Berlin, Kassel, Dortmund, München, die kamen auch vor und da sind eben dann die Entfernungen zu diesen Orten benannt. Und wenn man dann hier bei der Präsentation auf diese GIF-Animation klickt, dann kann man eben auch sehen,
wie weit der eigene Heimatort der Zuschauer von Korbach entfernt ist. Korbach hat, wie wir es hier sehen, 14 Ortsteile und die sind also dann hier über Links erreichbar. Und auf dem nächsten Bild sehen wir dann also auch, dass der Hauptbevölkerungsanteil mit fast 80% in der Kernstadt wohnt. Und diese größeren Orte hier, die machen im Bereich wenige Prozent aus. Und dann gibt es noch ganz kleine Orte, die hier eben noch herausgezogen sind, die insgesamt 12% ausmachen. Das heißt also, hier werden Kreisdiagramme in der PowerPoint-Präsentation verarbeitet. Organigramm spielt bei Präsentationen auch eine Rolle, sollte man natürlich auch bei der Prüfung beherrschen. Da ist hier die städtischen Einrichtungen, die sind hier dargestellt. Stadtverwaltung, da ist der Chef, der Klaus Friedrich, der Bürgermeister ist. Dann gibt es dann Bauhof, ein Rathaus und ein Stadtarchiv. Und das ist dann so exemplarisch herausgearbeitet, damit man eben sieht, für solche Darstellungen lassen sich Organigramme oder Organisationsdiagramme darstellen. Die Stadtverordnetenversammlung Korbachs hat 37 Mitglieder und das hier ist also schon in der vorigen, in der geschichtlich zurückliegenden Legislaturperiode passiert. Und da haben wir eben gesehen, welche Parteien es hier gibt. Sogar die Republikaner waren mal drin, sind sie aber jetzt nicht mehr. Dann haben wir hier als letztes offizielles Bild das Altstadtkulturfest als Link. Wenn man darauf klickt, dann geht hier ein YouTube-Video ab. Das heißt, es startet und dann kann man sich also mal einen Eindruck von dem Altstadtfest schaffen, was sicherlich eines der Höhepunkte ist. Dann habe ich hier noch, das sehen wir hier links, verborgene Folien. Da ging es eben auch darum, kennenzulernen, wie kann man da solche interaktive Schaltflächen einbringen und wie kann man Folien verbergen, die man nur bei Bedarf dann vielleicht noch vorstellt oder einblendet oder sichtbar macht. Und da habe ich dann hier auf einer Folie meinen Wehrpass dargestellt mit einem Jugendfoto. Da war ich 1973, da war ich 18 war ich da, ich wurde 19. So, und auch noch meinen Führerschein, da war ich sogar noch ein bisschen jünger. So, ich habe hier diese beiden eben als Nachweis gebracht, dass Sie eben sehen, hier sind die Foliennummern durchgestrichen. Und Sie sehen aber auch hier taucht das Logo auf, weil das eben Bestandteil des Folienmasters ist, der hier letztendlich dafür ausschlaggebend ist, dass das Logo auf allen Folien an der gleichen Stelle steht. So, ich gehe jetzt nochmal im Schnelldurchgang durch, damit Sie dann sehen, wie das dargestellt ist, wenn ich jetzt das Ganze präsentiere. Ich habe jetzt mit der letzten Folie angefangen. Ich gehe mal hier unten zur ersten Folie. Sie sehen, ich habe hier die Foliensortierung ausgewählt. Jetzt sehen Sie also auch gleich die Funktionalität. Korbach, der Geburtsort, das magische Dreieck habe ich schon besprochen. Sie sehen, da wurde eben leicht eingeblendet, ne? Genauso wie hier eine Überblendung, wo hier die Landkarten dargestellt sind. Hier nochmal Korbach im Zentrum und die umliegenden Attraktionen für Touristen. Und hier sehen wir, da ist eine GIF-Animation. Wenn ich darauf klicke, dann kommt hier Google Maps und da ist dann auch automatisch der Ort, wo ich mich gerade aufhalte, angezeichnet. Und ich könnte dann hier oben dann Korbach eintippen. Korbach, ne, da haben wir es. Und dann sieht man hier also auch gleich, wie ich hier vom jetzigen Ort mit dem Routenplaner eben dahin komme. So, das will ich aber jetzt nicht weiter vertiefen. Ich bin jetzt wieder hier, dadurch, dass ich das geschlossen habe, Google Maps. Und dann habe ich hier die Ortsübersicht und da ist auch eine interaktive Schaltfläche. Wenn ich darauf klicke, dann sehen Sie, dann komme ich hier zur Wikipedia-Seite. Funktioniert im Prinzip ähnlich wie bei Google Maps. Und da kann man sich dann also auch anschauen, was es in der Wikipedia über Korbach gibt. Ich schließe das aber auch, gehe dann auf die nächste Seite. Hier ist also nur das Kreisdiagramm mit dem herausgezogenen Kreis für die kleineren Orte zu sehen. Hier wird jetzt dargestellt, beginnt beim Bürgermeister und den städtischen Gliederungen, Bauhof, Rathaus, Stadtarchiv. Und beim Bauhof sind dann da auch noch die Abteilungen dargestellt.
Ähnlich ist es hier in ein animiertes Säulendiagramm, und da werden dann die Anteile der Parteien in drei Wahlen dargestellt. Zum Schluss das YouTube-Video. Wenn ich da reinklicke, dann sehen wir hier, wie das hier rockt in der Innenstadt. Das ist also in der Nähe des Rathauses, was wir hier sehen. So, das war's. Die beiden Folien mit meinem Nachweisen, dass ich Korbacher bin, also von Geburt, das ist jetzt nicht mehr sichtbar. Was sichtbar ist, ist Ende der Bildschirmpräsentation zum Beenden klicken. Ich könnte natürlich, wenn jetzt eine Publikumsfrage kommt, an die Stelle klicken hier und könnte sagen, aha, Sie haben noch eine Frage zum Stadtparlament. Dann klicke ich hier rauf und dann kann man das sehen. So, jetzt haben Sie also auch in den letzten Folien gesehen, wie die Funktionalität dann ist, wenn die Präsentation wirklich vorgeführt wird. Davor habe ich ein bisschen was gesagt zu den einzelnen Folien. Um das nochmal zusammenzufassen, Ziel dieser Präsentation war, dass man eben nicht nur die Kleinteiligkeit der Möglichkeiten anhand des ECDL-Planes der Lernziele sieht, sondern dass man eben auch mal eine zusammenhängende Aufgabe macht. Korbach war hier stellvertretend, und so eine Aufgabe kann man denn seinen Kursteilnehmern, seinen Schülern, Studenten oder wer auch immer das sein mag, geben. Stellt euren Ort vor, stellt eure Landeshauptstadt vor und dann versucht all das, was hier in den Aufgabenstellungen ist, und das waren hier 18 Punkte, dort unterzubringen und schreibt es dann in die Notizen rein. Dieses, was ich hier gemacht habe, hat den Teilnehmern etwa einen halben Tag abverlangt, wenn sie das in ähnlicher Ausführlichkeit gemacht haben. Diese Aufgabenstellung kann man natürlich nur dann unterbringen, wenn man als Kursleiter genügend Zeit hat, damit die Teilnehmer das üben können. Und Voraussetzung ist natürlich auch, dass man das denen auch vorher schon mal gezeigt hat. Und wie ich das hier gemacht habe, haben die ein Fallbeispiel, was sie dann in ähnlicher Weise auf ihre eigene Fragestellung zu übertragen haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.